Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Hochschulen in Bayern haben für dieses Semester neue Regeln für den Infektionsschutz bekommen. Uns wurden Präsenzveranstaltungen leichter gemacht. Leichter als in den vergangenen Semestern und leichter als beispielsweise im Theater oder in der Gastronomie. Wir dürfen also unsere Hochschule öffnen und wieder miteinander sein. Für diese Präsenz müssen wir allerdings etwas mehr tun als in den Vor-Corona-Zeiten. Wir haben ein Konzept, nach dem das Hochschulleben funktionieren soll. Und dieses Konzept hat drei wichtige Elemente, auf die ich hinweisen möchte. Zum ersten die Maskenpflicht. Wir haben grundsätzlich eine Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen. Masken dürfen wir aber absetzen, wenn wir den Mindestabstand von 1,5 Meter stabil einhalten können. Also in einem Hörsaal, wo Sie einen festen Sitzplatz mit Abstand haben, können Sie die Maske absetzen. Wenn der Hörsaal allerdings voll belegt ist, also ohne Abstand benutzt wird, müssen wir die Maske für die gesamte Zeit der Vorlesung tragen. Das zweite Element ist die 3G-Regel. Solange die Inzidenzzahl in Augsburg über 35 liegt, dürfen Studierende die geschlossenen Räume der Hochschule nur dann betreten, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Studierende sind verpflichtet, diese 3G-Regeln einzuhalten und die Hochschule ist verpflichtet, die Einhaltung zu kontrollieren. Wir müssen aber nicht jede Person jeden Tag kontrollieren, sondern dürfen jeweils Stichproben erheben. Das bedeutet, Studierende können zum Beispiel in Lehrveranstaltungen von Lehrenden aufgefordert werden, ihren 3G-Status nachzuweisen. Wer diesen Nachweis nicht erbringen kann, muss leider vom Campus verwiesen werden. Bitte halten Sie deshalb den Nachweis immer bei sich. Am besten bereiten Sie zu Beginn jeder Lehrveranstaltung Ihren Nachweis mit Ihrer Campuskarte vor, damit die Kontrolle leichter und schneller möglich ist. Sie können die Kontrolle noch leichter machen, indem Sie sich ein 3G-Tagesbändchen an eine Ausgabestelle holen. Dafür werden zu Beginn des Semesters Ausgabestellen eingerichtet. Hier muss ich noch was hinzufügen. Prüfungen werden ohne 3G-Regeln durchgeführt. Also bei Prüfungen werden wir keine Kontrollen durchführen. Das dritte Element ist die Kontaktverfolgung. Wir haben weiterhin eine Kontaktverfolgung. Dies kann das Gesundheitsamt unterstützen, wenn es bei einem Infektionsausbruch Quarantäne verordnen würde. Wir hoffen, dass es nicht dazu kommen wird, aber bitte scannen Sie die QR-Codes von Darf ich rein beim Eintreten in den Hörsaal. Damit erfüllen wir auch dieses Element. Mit diesen drei Elementen, also mit der Maskenpflicht, mit den 3G-Regeln und mit der Kontaktverfolgung, erlauben uns die Gesundheitsämter eine Rückkehr an die Hochschule. Und das ist uns allen wichtig. Ich glaube, dass man mit diesen drei Regeln nicht überfordert ist, und dass sie mit dem alltäglichen Leben auf dem Campus vereinbar sind. Was sie sind nicht 100% safe. Deshalb bitte ich alle um zwei Dinge. Wenn Sie krank sind, kommen Sie bitte nicht an die Hochschule. Das gilt auch bei anderen Krankheiten als Covid-19. Zweitens, wir haben Menschen unter uns, die sich nicht impfen lassen können und die besondere gesundheitliche Risiken haben. Auf sie müssen wir aufpassen. Diese Personen brauchen einen individuellen Ausgleich ihrer Nachteile. Vielleicht müssen sie separat geprüft werden, vielleicht brauchen sie gestreamte Vorlesungen, vielleicht Lernmaterialien in Moodle. Wir müssen Lösungen finden, damit auch sie am studentischen Leben teilhaben können. Ich lade Sie ein, sowohl Lehrende als auch Studierende, sich um diese Personen besonders zu sorgen. Wir sind eine Hochschulfamilie, die ihre Qualität auch hier beweisen muss. Ich bin mir sicher, dass wir das können. Ich wünsche Ihnen ein gutes Semester.